Boah, Moat, langsam bekomme ich den Eindruck, das war eine Schnapsidee, sich freiwillig hier zum Dienst am Feuer zu melden. Es ist kalt und der Wind pfeift hier. Und auf der Wiese gibt's auch nichts zu trinken. Mann, Mann, Mann. Naja, als Jenny sagte, dass die in der Schule noch zu wenig Sicherheitskräfte haben, um den Martinszug und das Feuer zu sichern, da war für mich klar, hey, da bin ich dabei. Und außerdem sagte sie, hier gibt's für jeden Weihnachtsmann Glühwein umsonst. Stimmt schon, genau. Deshalb habe ich ja zugestimmt, das mit dir hier zu machen, Mann. Dann aber ja jeder nur ein Glas Glühwein bekommt, finde ich schon sehr bescheiden. Naja, zum Glück hast du ja noch die 07er Jägermeister in der Jacke. Ich hatte. Wie, du hattest? Willst du mir damit sagen, dass du die alleine gesoffen hast? Mann, du bist mir ein Kumpel. Nee, die habe ich nicht getrunken, sondern an Werner verkauft, ey. Der arme Hund sitzt stundenlang und muss die ganzen Kittys ertragen und bekommt da oben gar nichts zu trinken, ey. Das konnte ich mir nicht mit anschauen. Und außerdem schon gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ein nüchterner Werner, das geht nicht. Naja, da hast du recht. Nachher fällt er noch vom Pferd und tut sich was. Aber Mord, mal eine andere Frage. Von Werner im Zug ist noch nichts zu sehen. Wir warten jetzt hier am Scheiterhaufen schon schlappe 20 Minuten. Mir ist kalt, ich hab Durst. Was trinkt man denn jetzt? Ich meine so ein 0,1er Glühwein, das ist ja nichts für mich. Das wird zu wenig. Ich hab an alles gedacht, Lenny. Ey, ich hab noch eine Flasche extra in einer anderen Jackentasche hier. Schau, bin ich jetzt blöd oder nicht? Manchmal schon, Moat, manchmal schon. Aber wie kommst du denn jetzt da drauf im Moment? Ich wiss, dass ich da noch eine hatte, ey. Ich hab extra zwei an Antons Kiosk geholt, ey. Und jetzt ist sie weg. So ein Mist. Da war ja klar, du gibst dem Brummen eine Flasche und verlierst die andere irgendwo hier in der Pampa. Mann, Mann, Moat. Naja, ich werde mal schnell mein Smartphone rausholen und Werner anrufen. Mal gucken, wo der bleibt. Wie, du hast ein Smartphone? Wo hast denn das geklaut? Du meinst sicher, wie ich da drangekommen bin? Naja, ich hatte gestern mit Werner einen gebechert und er packte auf einmal das Teil aus. Riesig wie der ist, sagt er. Der hat das von seinem Bruder geschenkt bekommen und er meinte, er kennt sich nicht damit aus. Und nur hat er gedacht, das Handy ist 100% kaputt, ne? Weil Werner, sein Bruder, der ist ja Schrotthändler und Sperrmüllsammler. Ach so, du hast das dem Werner einfach weggenommen. Nein, ich habe Werner einen Tauschschlag gemacht. Ich tausche ihm sein leicht zu bedienendes Ericsson gegen sein kaputtes Handy. Echt? Krass. Und was hat er gemacht, als du sagtest, dass es sein Ericsson ist? Wie hat er dann reagiert? Natürlich habe ich dir mir gesagt, ich tausche dieses Ericsson gegen dein kaputtes. Und nicht so wie jetzt, also dass es ihm seins ist. Das braucht er gar nicht wissen. Ich bin doch nicht blöd. Ach so, wie, du bist das nicht? Nee, Moat, ganz bestimmt nicht. Naja, Werner meinte, er hätte auch mal so ein Ericsson gehabt und damit ist er mal klasse klargekommen. Bis er es irgendwann mal verlegt hat, ne? Das hast du ja damals aufgehoben, als er auf der Simson unterwegs war. Und da hat er es ja verloren. Hey, ich sag ja nur, ich ruf Werner mal mit seinem Smartphone an. Du bist mir einer, aber Alter, ey. Mal was anderes. Langsam mache ich mir Sorgen, wo der alte Tatterkreis bloß bleibt. Ich glaube, da hinten kommt jemand. Mann, dann packe ich das Smartphone mal wieder ein. Hey, Werner, du alte Zündkerze, was geht? Hallo, Werner, du Mützenmann. Alles klar auf deinem Schlachtross? Werner, sehe ich richtig? Wieso bist denn du zu Fuß unterwegs? Echt? Du bist vom Pferd gefallen. Und deswegen gehst du so? Aha. Na gut, Werner. Reiten will gelernt sein. Da kann schon mal passieren. Aber mal was anderes. Wir haben keine Streichhölzer. Daher konnten wir hier das Feuer noch nicht anmachen. Und die Kids, die sind nachher tierisch enttäuscht, wenn das Feuer nicht lodert. Nee, Werner, gib mal her. Ist besser, wenn Lenny oder ich das Feuer anmachen, ey. Und ich bin ja außerdem schon über 18 und darf mit Streichhölzern spielen. Also, gib schon her. Werner, reite nicht immer auf alten Sachen rum, ey. Unfälle passieren. Genau, der Moat kann das. So, Feuer ist an. Nun muss es nur noch richtig lodern. Werner, du mit deinem St. Martins Schlitzkostüm solltest doch einfach mal ein bisschen weiter weggehen, ey. Da kann sonst noch was passieren, wenn das Feuer fängt oder so. Richtig, Moat. Denn reiten kann der Mann anscheinend nicht. Aber egal, wir sind ja schließlich die Männer von der Sicherheit. Hier, Werner, schau mal meinen Dienstausweis. Oh Mist, jetzt ist mir glatt mein Ausweis auf den Boden gefallen. Mann, Mann, wo ich es doch so im Kreuz hab. Da muss ich mich auch noch bücken, meine Güte. Hier, Werner, guck. Was? Wo? Mann, Lenny, du Depp. Werner stand hinter dir und du hast ihn beim Hochkommen geradewegs ins Martinsfeuer katapultiert. Oh Mann, der hatte den letzten Anschlag auf seine Persönlichkeit noch gar nicht ganz verdaut. Mann, Mann, so den schnell mal rausziehen aus dem Feuer, Mann. Auf den Boden, lösch ihn mal. Gib mal deine Jacke, Mann. Werner, halt durch, wir retten dich. Lenny, da hinten kommen die Schulklassen gerade. Überm Berg, ey. Wenn die das hier sehen, dann haben die einen Schocks fürs Leben. Moment, Moat, ich muss nachdenken. Ob das was wird?
Ich weiß ja, dass du deinen Namen im Buchstaben rückwärts tanzen kannst. Aber ich hoffe, du hast dir nicht zu viel vorgenommen. Aber Moment mal, ich habe eine Idee. Nein, raus damit, Mann. Ich grübel hier wie blöd rum und du hast eventuell bereits eine Lösung. Ein toller Freund, echt, was für eine Lösung. Habe ja nicht umsonst studiert, wa? Pass auf, in der Schenke ist heute verspätete Halloween-Party. Wir schnappen uns den Kerl und mischen uns gleich mit unter die Gäste, ey. So wie der aussieht, fällt der ja nicht auf. Wie Halloween-Party in der Schenke? Warum sagst du nichts? Meinst du, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich hier im Dienst? Ganz bestimmt nicht mein Bester. Deswegen habe ich ja nichts gesagt, ey. Aber wir sollten mal langsam los. Klar, du kommst mit, Werner, ey. Du bist doch unser Freund. Und wegen deinem Kostüm brauchst du dir keine Sorgen machen, ey. Das sieht klasse aus. Das finde ich auch. Also, los geht's. Berlin. Du bist so wunderbar.